Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odimer Shoppen Unboxing. Ich weiß nicht, was das wird. Ich habe nämlich was von Amazon. So. So, und zwar, was haben wir denn hier noch? Gratis. Geratz.com. Vielleicht gibt es mir kurz für eine Früchtebox und eine Süßigkeitenbox oder so. Das und das war mit bei. Und dann haben wir hier so ein Täschchen. So. Aus. Weil ich ja demnächst Sport machen will und da will ich ja auch Musik hören. Ich würde auch Hardware-Unboxing alles in einem. Ja, da brauchen wir nicht so einen großen Hehl drum machen. Hier steht so erklärt, wie man es festmacht. User Manual ist ein Zettel. Und dann haben wir hier die Tasche an sich. Und wo machen wir unser Handy drin? Hier oben drin, hier drin. Aha, okay. Okay, nehmen wir das. Nee, doch. So, nehmen wir den Zettel hier raus. Dann nehme ich mein Handy und mache das hier rein. Das ist eigentlich für iPhone, aber das passt für meins natürlich auch. So. Und dann haben wir hier noch eine Tasche. Ach, da können wir so ja... Hier haben wir noch eine zweite Tasche. Da können wir so ja Kreditkarte oder irgendwas drin machen. Und hier, und da kommt das dann rein, das Handy. Und hier können wir dann unsere Kopfhörer rausmachen. So. Jetzt mal. So hoch. Rauszoomen. So. Und dann kommt es... Hier haben wir nochmal sowas. Was ist denn das? Hier haben wir nochmal sowas. Da können wir, weiß ich, was reinmachen. Chip oder irgendwas. Hier haben wir noch so Kopfhörer-Symbol. Ah, cool. Cool, 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 cool. Hier haben wir nochmal so ein... Da können wir die Kopfhörer durchmachen und zumachen. So, dann können wir das uns... Ich muss das erstmal so machen. So, und das hier auch durch. So. So, sehr elastisch. Also ich habe jetzt auf den, mal einfach so auf blauen Dunst gemacht. Ich glaube, es kommt aber... besser, wenn ich das andersrum mache, so, weil dann kann ich, habe ich den Mechanismus zum Schließen auf der richtigen Seite und das Handy guckt nach unten, dann kann ich halt hier auch immer, so. Und dann können wir das hier einfach immer so zack, und dann können wir das hier auch fester stellen und dann haben wir hier unser Handy dran, sieht ein bisschen, oh, zeigt ein bisschen zu eng, bisschen futuristisch aus, aber hält sehr gut. Hier oben kommen dann unsere Kopfhörer raus. Die können wir dann praktisch sehen, hier auch noch mal dann verstauen. So, und dann können wir dann joggen und ich kann dann halt hier meine Musik hören, gucken, ob das geht. Jo. Also ich komme selbst durch diese Plaste kann ich mein Bedienfeld gut benutzen. Funktioniert recht gut. Laut leise komme ich ran. Aus komme ich ran. Ich komme überall ran.
So muss es sein. Dann kann ich jetzt hier schön joggen und hab dann auch meine Musik mit bei. Weil ich will ja demnächst doch mal langsam was für die Gesundheit tun und ein bisschen was, auch wenn das Wetter ist noch zu kalt. Aber ich habe vorgesorgt. Ich kann jetzt joggen. Die haben sie auch, ich war erst am überlegen, ob ich mir diese nehme und für hier fand ich jetzt so im ersten Augenblick ein bisschen angenehmer. Die haben aber auch sowas in Ähnliches noch für, also als Bauchtasche. Aber ich fand das jetzt hier halt ein bisschen geiler, weil dann kannst du hier oben und dann brauchst du nicht an der Bauchtasche mal gucken und machen und tun. Da kannst du hier vorher, zurück, plus, minus und was weiß ich. Und da hat man dann halt nicht so einen langen Weg mit der Kopfhörer. Denn so fand ich jetzt so im ersten Augenblick interessanter. Hatte ich euch ja schon mal vorgestellt, die Firma. Das ist dieses Havik, seht ihr das? Havik? Ja, sehr interessant, sehr schön. Das wird jetzt natürlich demnächst, wenn es wärmer wird, getestet, werde ich dann mal anfangen, etwas zu joggen, denke ich mal. Ja, das war jetzt auch hier für dieses Video schon wieder. Dann verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.